Der zentrale Punkt ist für mich, dass es nicht reicht, sozusagen nur zu meckern, ohne mitzutun. Wir sind alle verantwortlich für unser politisches Gemeinwesen. Wir sind nicht einfach Kunden von irgendwas, was woanders angeboten wird. Und deswegen können wir uns auch nicht einfach abwenden davon. Kann man eigentlich sagen, ich habe mit der Gesellschaft nichts zu tun? Das kann man nicht. Und daraus abgeleitet ja unsere Überzeugung, dass man als Individuum sich in der Gesellschaft engagieren muss, dass man beteiligt ist an der Gesellschaft, dass man Teil der Gesellschaft ist. Dass deshalb alle die, die sagen, was interessiert mich nicht, die Politik, oder habe ich da nichts mit zu tun, dass die Unrecht haben. Und ich finde, die Politik in Deutschland sollte deutlich machen, dass wir, was die Gleichberechtigung der Frauen angeht, davon ausgehen, natürlich eine Frau als Bundespräsidentin, das ist eigentlich normal, das ist selbstverständlich möglich und deshalb wird das auch so kommen. Und in der praktischen Politik werden wir dafür sorgen, dass aufgeschrieben wird und auch beschlossen wird, in Zukunft soll es in Deutschland so sein, wenn Männer und Frauen gleiche Arbeit leisten, bekommen Männer und Frauen dafür gleichen Lohn. Das muss der nächste Schritt der Emanzipation sein. Das sind alles Schritte, die nicht so schnell gehen, aber die konsequent umgesetzt werden müssen. Und ich finde, da sind die nächsten Dinge dran. Die Familie war sehr früh für mich ein Thema und da habe ich immer gefunden, bei allen staatlichen Verpflichtungen, und das ist richtig, Ganztagsschule, Kindergärten und so weiter, müssen auch Eltern mehr Zeit haben für ihre Kinder. Also man soll nicht das Konzept haben, und zwar beide Eltern. Und das heißt, dass, daran liegt mir ja sehr, dass die Zeit, wo Familie auch rein biologisch möglich ist, also so ungefähr von 25 bis 50 Jahren, man sich nicht total dem Beruf widmet, beide nicht, sondern eingeschränkt und dann nochmal so richtig loslegt. Und dafür dann auch ein bisschen länger, dann könntest du auch deine Rente mit 67 besser unterbringen. Denn dann hat man einfach alles etwas entzerrter und wir werden länger älter und wir bleiben auch länger gesund. Und so stelle ich mir dann durchaus ein organisches Leben, eine Biografie, ein Berufsleben vor, dass man dann mit 50 nochmal überhaupt zu Führungspositionen kommt, dann auch mehr Lebenserfahrung hat. Ich stimme mit Franz Müntefering ganz überein, dass der Primat der Politik unbedingt wiederhergestellt werden muss. Dass wir dem immer wieder als Totschlagargument vorgetragenen Nicht-Argument, die globale Konkurrenz verlange dies und jenes alles oder Geld regiert die Welt, jetzt nach der Krise nicht mehr einfach weichen müssen. Das ist ein ganz großer Vorteil. Jetzt gibt es aber einen gewissen Unterschied, weil ich den Begriff auch demokratische Politik etwas in Bezug auf die Akteure ausweite. Weil ich nicht glaube, dass die legitimierte, absolut notwendige Politik als allein schaffen kann. Ich glaube, wir brauchen zusätzlich zu dem, was ich traditionelle und unverzichtbare Politik nenne, die organisierte Zivilgesellschaft und wir müssen auch den Privatsektor in politische Verantwortung nehmen. Also Sozialdemokraten, wir miteinander haben uns nie abgefunden mit den Dingen, wie sie sind, sondern wir wollen sie verändern, wir wollen sie verbessern und das ist ein Aspekt, der bei Gesine Schwan ganz sicher dominiert, das darüber nachdenken, was sein wird in der zukünftigen Gesellschaft und darüber nachdenken, wie es sein sollte, wie man es sich wünscht und wie man den Weg dahin finden kann. Ich finde das ein Ehrentitel, wenn man sagt, sie hat Tradition, aber sie ist eine liberale Frau, aber sie ist natürlich Sozialdemokratin in ganz besonderer Weise. Heute Abend hat sie auch das Vorrecht, allein den roten Schal zu tragen. Kein Buch, das nur bis zum 23. Mai interessant ist, aber es ist auch interessant für all diejenigen, die wissen wollen, wer da möglicherweise demnächst ein hohes Staatsamt innehat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich will mich revanchieren und aus dem Buch einen Satz vorlesen. Das ist der letzte. Der heißt: Zukunft haben wir nur gemeinsam. Finde ich gut.